Nun ist die Frau Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hossig am Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Seit dem letzten Gesundheitsausschuss wurde tatsächlich nichts mehr verändert. Da muss ich dem Kollegen Wurm recht geben. Ich möchte auch über den Mutter-Kind-Pass, der sich in den Eltern-Kind-Pass verändert werden wird, sprechen, weil diese Idylle und dieses Ideal, das beschrieben wird, Mutter, Vater, Kind, wer das jetzt schon leben will und lebt, kann jetzt schon zu gynäkologischen Untersuchungen mitgehen. Die Partner und Partnerinnen sind jetzt schon sehr offen zueinander. Aber die ersten 12 Wochen während einer Schwangerschaft sind eine höchst persönliche Angelegenheit von Frauen. Und ich glaube, dass es mehr als angebracht ist, diese höchst persönliche Angelegenheit, wenn eine Frau einen Abbruch vornehmen lassen muss oder will, wenn etwas passiert wie eine Fehlgeburt beispielsweise, dann muss gewährleistet sein, dass sie ganz alleine diese Daten verwalten kann. Sie haben es zwar jetzt gesagt, Sie haben es zwar jetzt gesagt, aber, so, jetzt machen wir einen Blick in die Realität. Er kommt vom Wirtshaus nach Hause und sagt, jetzt zeig einmal her diesen digitalen Eltern-Kind-Pass. Na, glauben Sie, dass Sie aus Angst dann diesen Eltern-Kind-Pass nicht herzeigt? Also Sie reden sich hier eine Welt schön, die es in der realen Welt oft, leider oft nicht gibt. Das ist Tatsache. So. Noch dazu eine zweite Riesengefahr, wo sich die Grünen wieder mal über den Tisch haben ziehen lassen. Wissen Sie, und auch Sie, Herr Minister, haben das wirklich nicht im Griff gehabt. Eine verpflichtende Elternberatung, die hier vorgesehen ist, ist mehr als wirklich problematisch. Denn am Montag beginnt schon Aktion Leben, ein Verein, der sich des Schutzes des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum Tod verschrieben hat, mit einer kostenfreien Elternberatung. Das ist der Vorgriff, ganz einfach, zum Kinderbetreuungsgeldgesetz, wenn man die Elternberatung nicht in Anspruch nimmt. Und die Beratung von Aktion Leben kennen wir. Das ist eine Beratung zur Schwangerschaft, zur Beibehaltung, ist eine Beratung gegen Schwangerschaftsabbrüche. Und da wird auch mir übel, wie es die Kollegin Fiedler vorher gesagt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein Blankoscheck. Dieser Eltern-Kind-Pass, wo wir den Preis ungefähr ahnen, ihn aber nicht kennen, denn all das Positive, das an Zusatzuntersuchungen passiert, ist die eine Geschichte. Aber in diesen ersten 12 Wochen sofort auch auf Daten zugreifen zu können, und das schaue ich mir an, dass die Frauen immer Nein sagen können, wenn die Partner hier sich ihnen nähern, dann ist es so, dass das wirklich mehr als gefährlich ist, und daher sind wir dagegen.